Diese wunderschöne Kippa habe ich in Paris gekauft und das ist ein bayerischer Kippa, sieht man mit den Brezen. Die werde ich heute auch anziehen, glaube ich. Und sonst habe ich hier mein Fußball-Kippa für meine andere Religion, FC Bayern München. Mein Name ist Terry Schwartzberg, ich bin 61, ich bin, wie man deutlich hört, aus Amerika. Es hat damit angefangen, dass ich auf der Beerdigung von Mitek Pemper war. Mitek Pemper war die treibende Kraft hinter Schindlers Liste. Wir Männer trugen alle Kippot und ich habe mir gedacht, gut, wir verlassen jetzt den Friedhof. Ich behalte einfach die Kippa. Und die anderen Trauergäste haben das gemerkt und sie schrien, runter damit, du gefährdest du uns. Und dann habe ich mir gedacht, wenn diese kleine Fetzen Stoff da okay ist, innerhalb des Friedhofs, warum ist es nicht okay auf der normalen Straße? Meine jüdischen Freunde und Bekannte haben gesagt, Terry, du wirst Schlimmes erleben. Ich habe gesagt, ich kenne Deutschland. Ich weiß, dass Deutschland ein sicheres Land ist, vor allem für Juden. Und ich würde es mir als zeigen, als ganz normaler Mensch und auch meine Freunde. Und das habe ich dann gemacht. Hier im Gretos Gemüsemarkt war die erste Etappe meines Kippa-Experiments. Ich bin hier reingekommen und habe sofort meine erste Begegnung gehabt mit Suleiman, ein sehr netter Verkäufer. Ah, heute geht's gut, schönes Wetter, Gott sei Dank. Ja, und schau meine schöne neue Kippa an, gell? Ja, ist auch so schön. Ja, gell? Er hat meine Kippa angeschaut und gemeint, unsere sind größer, er ist Muslim. Die tragen auch Kippot und Kippot. Und dann hast du gesagt, mit deiner Haarschnitt wäre es besser, so eine größere Kippa auf dem Kopf zu haben. Kein Mensch hat reagiert, im ganzen Gegenteil, die Menschen haben mich ganz normal behandelt und das ist immer so. Es gibt viele Antisemiten in Deutschland. Sie hassen mich wahrscheinlich, abstrakt, und wenn sie mich sehen mit Kippa, würden sie mich hassen, aber eindeutig tun sie nicht, wir leben in einem friedfertiges Land. Ich glaube, wenn alle Menschen oder viele Menschen oder mehr Menschen zum Beispiel Kippa tragen würden oder Davidstern, wäre dieses Gefühl von Latentbedrohung weg. Es ist kein Experiment mehr, es ist mein tägliches Leben. Ich kann jetzt ohne Kippa nicht leben. Ich würde nie ohne Kippa aus dem Haus jetzt gehen.